Der von den Nazis ausgerufene totale Krieg wendet sich bald gegen die eigene Bevölkerung. Hitlers tausendjähriges Reich steht wenige Jahre nach Kriegsbeginn vor der Auflösung. Zerstört durch einen Angriffskrieg, der nach der Invasion der Alliierten auf deutschen Boden zurückgekehrt ist. Zerstört auch durch wahnwitzige Befehle. Wer nicht bis zur letzten Patrone kämpft, hat keinen Platz in Hitlers Volksgemeinschaft und muss liquidiert werden. In diesem Inferno ist Josef Ritter von Gadolla eine Bastion der Menschlichkeit. Die Brustdrüse ist ein weit verzweigtes System aus Kanälen und Bündeln aus Bläschen, in denen Milch produziert wird. Rund um einen Hohlraum liegen Milchbildungszellen. Winzige Muskeln dahinter pressen die Milch aus den Hohlräumen in die Milchgänge. Und die münden in die Brustwarze. Die Brustdrüse ist eingebettet in Fett, das die Form bildet und wird gehalten von langen Kollagenfasern. Schon während der Schwangerschaft sorgen zwei Hormone dafür, dass die Brustdrüsen Milch produzieren. Den Startschuss gibt das Baby durch Saugen an den Brustwarzen. Mostly the projects come, but then they have their own objectives, like what they want to do. You will end up doing things that the community really don't need, and then it most of the times it dies out. The community is not yet developed. The thing is that they have to make sure that they come and train these people. Come to the community, sit with the community, ask the community how do they want to develop themselves. So these people cannot even stand up for themselves. They cannot stand up for their rights. It's really affecting them in a very negative way. Some of them don't do anything. They wake up and then they go to the shippings and then they have drink alcohol. Der Bericht aus Kuba ist der Beginn der So sah ich-Reihe, die neben dem Kurier auch in Buchform erscheint und Portisch zum Erfolgsautor macht.
Die nächste große Reise führt Portisch 1964 nach China. In der westlichen Welt kaum bekannt, ist China das Reich der Mythen und fernöstlichen Mysterien. Portisch schafft es als einer der ersten westlichen Journalisten, den Bambusvorhang zu heben. In Begleitung eines Fernsehteams berichtet er in Wort und Bild über ein Land, dessen Bevölkerung ein schlichtes Leben in teilweiser Armut führt. Ein Land, in dem die industrielle Entwicklung noch in den Anfängen steht und das deshalb überwiegend auf die Ressource Mensch angewiesen ist. Sie tauchte Paris in Pink. Picasso sah in ihr eine Taube, die die Freiheit liebt. 1934 schmückte Elsa Schiaparelli das Cover des Time Magazine. Mit exzentrischen Modekreationen erforschte sie den grenzenlosen Raum der Fantasie. Ihre Astrologie-Kollektion wurde legendär. Sie kehrte das unten nach oben, Schuhe als elegante Hüte. Elsa Schiaparelli machte aus Mode Kunst und galt als die Konkurrentin von Coco Chanel. Sie hielt die Modewelt in Atem.